Was haben wir denn eigentlich für einen Schiedsrichter? Ein Holländer. Ja. Okay. Interessiert dich das wirklich, was das für ein Schiedsrichter ist? Nein, ich möchte als, nicht. Als Spieler beschäftigt man sich da vorher damit und sagt man, okay, es pfeift dann schon wieder der? Ja. Oder sagt man dann. Also bei uns wurscht. In der österreichischen Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Lechner mit seinen Assistenten, mit Heidenreich auf der Seite, die haben das immer hervorragend gemacht, weil mit denen kann man auch ein bisschen reden. Aber wieder Schiedsrichter des Jahres, oder? Zum fünften Mal Schiedsrichter des Jahres, Harald Lechner. Ja, zu Recht. Also in Österreich für mich top. Auch international ist er immer wieder unterwegs. Mit denen kann man reden, mit denen kann man sich austauschen. Aber bei den anderen Schiedsrichtern ist das Ego, glaube ich, auf der Bühne zu hoch. Und wenn man sich nicht einmal austauschen kann und auch seine Meinung äußern kann, dann ist es schade. Aber das ist halt die österreichische Bundesliga. Vielleicht ändert sich ja mit der Ligareform auch bei den Schiedsrichtern was. Vielleicht braucht der Stuchel wieder an. Das glaube ich nicht. Also, da bin ich nicht deiner Auffassung, Stefan. Meinungen austauschen kannst du im Parlament. Aber du nicht am Fußballplatz. Also, was bedeutet das, Meinungen austauschen? Möchtest du zum Schiedsrichter heiß gehen und sagen, also, du, ich glaube, wenn der Toni mit seiner körperlichen Präsenz, die jetzt auch da am Stammtisch hervorhebt, bei uns einen Körper reinstellen, es wird immer gegen dich gepfiffen, dann muss ich sagen, dann ist es für mich als Stürmer uninteressant, weil ich war immer von hinten abklopft und wenn dann den Körper reinstellt, der Verteidiger, wie mit der Maske noch gespielt habe, wie die Ellbogen gefressen und dann wird nichts pfiffen. Das ist für mich dann auch schade, man soll es so und so auslegen, aber im Endeffekt bist du, wenn du 2 Meter bist, so wie ich bin, immer im Nachteil. Und das kann es ja auch nicht sein. Ne?